Vitamin und ich versus unsere bösen Zwillinge. Wer zuletzt den minus 1000 Grad kalten Kühlschrank verlässt, gewinnt die heutige Challenge. Das sind natürlich auf jeden Fall wir. Nein, wir werden die heutige Challenge gewinnen. Ihr werdet keine Chance haben. Ihr seid so dämlich. Ich werde gewinnen. Das werden wir doch heute herausfinden. Und oh, hey, Freunde. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wenn du keine weiteren coolen Videos mehr verpassen willst, klick einfach auf Abonnieren und rechts daneben auf die Glocke und gib dem Video jetzt schon mal gerne einen Daumen nach oben und dann bist du auch ein Teil der Sentex-Army. Das würde mich sehr, sehr glücklich machen. Und Freunde, heute gibt es eine weitere Challenge, ein weiteres Battle gegen unsere bösen Zwillinge. Oh ja, wir werden heute mal zusammen herausfinden, wer es länger in dem 1000 Grad kalten Kühlschrank aushalten wird. Vitamine, geh da keinen Schritt näher, ey. Du erfrierst. Ich friere jetzt schon, wenn ich das sehe. Ja, perfekt. Da könnt ihr ja sofort aufgeben, ihr Loser. Weil ich und Vitamines-Zwilling werden euch abziehen heute. Genau, wir sind eh viel besser als ihr. Ihr habt doch gar keine Ahnung, was ihr hier macht. Das werden wir sehen, Freunde. Wir werden jetzt auf jeden Fall nacheinander auf das Glücksrad schießen. Lila ist für meine Farbe, orange für Vitamine, gelb für meinen bösen Zwilling und blau für Vitamines bösen Zwilling. Und blau für den Besten. Ja, ist ja schon gut. Wir werden ja sehen. Und wir werden jetzt hier nacheinander ein paar Sachen auslosen, welche wir dann anschließend in unseren Kühlschrank mitnehmen werden. Und Vitamine. Oh, wir werden die Challenge auf jeden Fall gewinnen. Wir müssen die beiden Loser abziehen, okay? Oh yeah, das wird doch easy für uns beide, oder? Ach komm, Klappe, los. Wir fangen sofort an. Das ist Zeitverschwendung. Ist ja in Ordnung. Ich würde sagen, Freunde, wir fangen an, auf das Glücksrad zu schießen. Okay, ich würde sagen, so, ab geht's. Okay, Vitamine, drück mir die Daumen. Ich hoffe, wir werden was bekommen. Oh, und ja! Warte mal. Warte mal, mein Bruder. Wie kann denn sowas sein? Das. Ach, Mann, ihr werdet schon sehen. Naja, viel Spaß mit euch. Okay, ist ja in Ordnung, Freunde. Was werden wir wohl in der Kiste haben? Und was ist das denn? Schau dir das mal an. Eine Feuergießkugel. Wow, nein, Sandy, die solltest du doch jetzt benutzen. Ich wollte die doch... Ja, nur mal ausprobieren, Freunde. Wir haben jetzt so eine Feuergießkanne. Oh, die ist auch schon mal sehr, sehr gut. Damit können wir uns immer schön warm halten in diesem kalten Kühlschrank. Ja, und ich friere jetzt schon. Halt mich warm. Ey, komm schon, los aus dem Weg. Los, Vitamines böser Zwilling, zeig dir mal, wie das euch geht. Das was bringt, Mann. Das kann jedes zweijährige Kind so eine Gießkanne benutzen. Ist ja in Ordnung, Freunde. Hey, ich konnte es erst mit 3 Jahren lernen. Hast du irgendein Problem damit? Naja, ich würde sagen, los. Mein böser Zwilling ist jetzt dran. Wer bekommt das? Wow, Lagerfeuer. Ich bin mal sehr, sehr gespannt. Okay, ich werde den Punkt fahren. Hey, klappe jetzt. So, und komm schon. Und los geht's. Und... Das kann nicht sein, ich glaube es nicht. Warte mal. Hey, du Idiot, du solltest auf uns schießen. Mann, ja, du standst mir im Weg. Ach, Mist. Oh ja, Freunde, das bedeutet Vitamine. Ich krieg das Lagerfeuer. Oh ja, Freunde, wir haben das Lagerfeuer schon mal in unserem Kühlschrank. Das fängt doch schon mal sehr, sehr gut an. Dann schießt du doch besser, wenn du weißt, du kannst besser schießen. Ja, ist ja in Ordnung. Okay, jetzt ist dein böser Zwilling dran, Vitamine. Und wer bekommt diesen Ofen hier? Den Ofen werdet ihr nicht kriegen, dafür sorge ich. Okay, dann würde ich sagen, du kannst losschießen. Ab geht es. Warte mal und... Yeah! Du hast daneben geschossen, du Idiot. Ja, warte mal. Guck mal und zocke! Was? Yeah! High five, Bruder. Wir haben es denen sowas von gezeigt. Ach, na super, Vitamine. Das bedeutet, den Ofen kriegen unsere bösen Zwillinge. Stell es einfach dahin. Genau, den haben die bekommen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. So, Freunde, wir haben bis jetzt ein Lagerfeuer. Aber, oh mein Gott, was ist das denn? Wir haben jetzt einen Fernsehen. Wer wird jetzt den ultimativen Fernseher gewinnen, Freunde? Das werden wir jetzt entscheiden. So, ich würde sagen, wir schießen. Werden den Fernseher kriegen. Oh ja, Freunde, wer wird den Fernseher kriegen? Ja wohl klar, und das kann nicht sein, dass sie jedes Mal gewinnen, ey. Gar kein Problem, Freunde. Vitamin, wir haben den Fernsehen gewonnen. Sehr, sehr gut gemacht. Wir sind die Besten. Ja, aber euch wird eh kein Fernsehen bringen, weil es muss ja schön warm werden. Genau, was wollt ihr mit dem Fernseher? Ja, wir können ein bisschen, Fernsehen gucken mit dem Fernsehen. Was soll man halt sonst mit dem Fernsehen machen? Okay, und etwas zum Trinken. Das müssen wir auf jeden Fall bekommen. Okay, ich schieße drauf. So, wir spannen den Bogen. Und 3, 2, 1 und komm schon und jawohl, die Zwillinge. Yeah!
Yay, wir haben wieder was gewonnen! Na toll, ey. Nur weil ihr jetzt einmal was gewonnen habt, fühlen die sich gleich viel besonders. Ja, viel Spaß mit dem Trinken, ey. Das bringt euch doch absolut gar nichts. Oh doch, ihr werdet schon sehen, ihr werdet heute verlieren. Ja, ja, ja. Okay, Vita wie ein böser Zwilling, du bist jetzt dran. Okay, wer bekommt die Pizza? Soll ich auch nochmal was für uns machen, ja? Ja, ja, los, mach mal, schieß mal jetzt anständig drauf. Okay, Warte mal, Freunde. Das soll ich dir mal sagen. Hört auf, euch zu streiten, ihr seid hier schlimmer wie Vitamin und ich, ey. Da würde ich sagen, okay, ihr könnt draufschießen. Und yay! Yeah. Warte mal, das ist nicht meine Farbe. Ey, du hast wieder auf Vitamine geschossen, jetzt kriegen unsere Zwillinge das wieder. Wow, juhu. Oh ja. Gutes. Genau, Freunde, wir haben die leckere Pizza gewonnen. Oh ja, wer bekommt die Pizza-Vitamine? Oh. Ich hätte auch gerne essen. Pizza. Ihr kriegt aber keine Pizza. Edgy Bitch. Oh, ja, Freund, da würde ich sagen, ganz, ganz schnell, es geht jetzt sofort weiter. Wer bekommt die Toilette? Ich schieße sofort drauf. Toilette, Toilette, Toilette. Freund, wenn wir nicht die Toilette bekommen, dann haben wir ein Problem, weil Vitamine mussten jede 5 Minuten auf Toilette gehen. Und, wow, was ist Gießkanne aktiviert? Entschuldigung, ey. Okay, dann würde ich sagen, Freunde, 3, 2, 1 und... Nein, das kann nicht sein. Ja, wir haben die Toilette bekommen. Vitamin ist zwillig, du musst doch jede 2 Sekunden auf die Toilette. Klar, weil ich auch auf Toilette muss. Ja, perfekt. Die haben wir schon mal gewonnen. Und, oh, ein Grill. Der sieht ja lecker aus. Der sieht lecker aus mit Steaks. Oh ja, Freund. Okay, Vitamine, du bist dran. Ab geht es. Wer bekommt die Steaks? Und komm schon, Vitamine. Und? Oh, ja! Mann, ey, du musst echt noch Bogenschießen lernen. Yay! Liebst du mich etwa? Ja, ne? Du liebst mich. Nein, das kann ich überhaupt nicht. Ach, na super. Hier, viel Spaß, Freunde. Ihr habt hier diesen blöden Burgergrill, ey. Ja, damit werden wir uns mal ein paar leckere Orangen braten. Oh Mann, Hör nicht auf die Vitamine. Okay, wir kommen zur letzten Runde. Wer bekommt das Heubett? Ich mache mich schon mal bereit zum Schießen. Okay, Freunde, und du kannst schießen. Und 3, 2, 1 und komm schon und... Ah, Mist. Oh ja. Das Senti. Ich kriege das Heubett. Du schläfst auf dem kalten Eisboden. Haben wir das verstanden? Nee. Du schläfst auf dem Heuboden. Nein, du schläfst auf dem Heuboden. Ach, Mann, Senti. Ey, hört auf, euch zu streiten. Ihr werdet eh beide verlieren. Oh ja, Freunde, dann würde ich sagen, wir haben jetzt hier alles bereit. Das hier ist unsere Ecke von Centex und Vitamine, also von mir und Vitamine. Und das hier ist die Ecke von unseren bösen Zwillingen. Und wir werden jetzt nacheinander in den Kühlschrank reinspringen. Okay, Vitamine, ganz, ganz schnell. Hey, nimm unsere Sachen mit, Centi, alles mitnehmen. Wieso frierst du jetzt schon? Es geht doch nicht mal los, ey. Aber guck doch mal, wie kalt das hier draußen schon ist. Oh ja, bist du bereit? Oh yeah, ich bin bereit. Mach die Tür auf und dann springen wir rein. Oh ja, dann würde ich sagen, Freunde, und wir springen jetzt in unseren Kühlschrank ein. In 3, 2, 1 und ab geht's. Und, oh mein Gott, Freunde, die Challenge beginnt. Wir sind jetzt im kalten Kühlschrank drinnen. Unsere Zwillinge. Hey, hört ihr uns? Seid ihr auch im Kühlschrank neben uns? Natürlich hören wir euch. Wir sind neben euch. Ja, genau. Und wir bauen schon alles auf. So perfekt hier den Getränkeautomat, den schönen warmen Ofen. Und wie kalt ist das denn bitte? Oh Gott, es ist echt total kalt, Vitamin. Ich würde sagen, Freunde, so, wir bauen hier alles auf. Was haben wir hier? Wir haben so einen Fernseher bekommen. Dann haben wir hier noch so, oh, eine leckere Pizza oder irgendwie sowas. So, Freunde, die Pizza macht mir die Ecke und brauchst ein bisschen Energie, Vitamine. Oh ja, ich brauche mega Energie. Mir ist kalt. Energie! Hey, das ist super angenehm hier drüben. Und hey, ihr bösen Zwillinge, habt ihr auch so schöne warme Sachen? Ja, naja, ja. Wir haben nur diesen komischen Ofen, aber der gibt nicht so viel Wärme. Also, wir haben hier genug und Vitamine. Wir haben sogar ein Lagerfeuer. Okay, und Freunde. Ich habe ein Feuerzeug. Oh je, dann würde ich sagen, so, wir machen das Lagerfeuer hier so in die Ecke. So, zack, perfekt. Und los, zünd das Lagerfeuer sofort bitte. Oh, ich setze mich hier drauf. Warte mal, ich brenne mich an. Und so oder auch nicht. Beruhig dich mal ein bisschen. Aber, Freunde, schreibt mal jetzt gerne in die Kommentare. Was denkst du? Wer wird die heutige Challenge gewinnen? Centex und Vitamine, dann schreibt uns in die Kommentare. Oder unsere bösen Zwillinge, dann schreibt unsere Zwillinge in die Kommentare. Und wenn du uns dabei helfen
helfen willst, die heutige Challenge zu gewinnen, dann lass dem Video genau jetzt gerne einen Daumen nach oben da. Das würde mich sehr, sehr freuen. Also alle jetzt gleich das Video liken, Freunde. Wenn du jetzt das Video likest, dann schaffen wir es zusammen als Team, unsere bösen Zwillinge abzuziehen bei der heutigen Challenge, oder? Genau! Und Vitamine, schau mal, wir haben noch das schöne Bett. Oh, das ist mein Bett. Und oh, guck mal, das Bett ist direkt am Lagerfeuer. Das ist richtig schön warm und super entspannt hier. Guck mal, du kannst mir auch mal ein bisschen vom Bett abgeben. Hey, weg da, das ist mein Bett, ey. Okay, runter. Okay. Das ist dein Bett. Oh ja. Aber, oh, das tut so gut. Ich gehe mal schön auf die Toilette und hey, da drüben habt ihr eigentlich auch eine Toilette. Ja, genau. Ihr müsst euch wahrscheinlich in die Hosen machen, was? Genau, Vitamin-Filling, geh du mal schon zum Ofen. Ja, es ist hier richtig schön angenehm warm hier bei euch. Aber warte mal, Sinti, die haben recht, wir haben hier nicht mal eine Toilette. Oh ja, aber ich glaube, Vitamin, wir sind erst seit 2 Minuten hier drin, also sag nicht, du musst auf Toilette oder wie. Ich muss auf Toilette. Ach, na super, beruhig dich, wir müssen noch ein bisschen durchhalten. So, ich zünd dich mal hier ein bisschen an. Warte mal, ich zünd dich auch an. Und? Feuer! Oh ja, das ist richtig schön angenehm. Okay, ich würde sagen, Freunde, habt ihr auch schon was zu essen dort drüben bei euch? Ja, wir haben auch ganz, ganz viel Hunger. Oh, dieses Fleisch ist schon komplett eingefroren, man kann das gar nicht richtig essen. Kriegt was zu essen, wenn ihr rausgeht! Nein, niemals! Wir werden die Challenge heute gewinnen und euch abziehen dabei. Okay, okay, ich würde sagen, komm, Vitamine, wir essen ein bisschen die Pizza. Ich würde sagen, wir machen Hälfte, Hälfte und hey, schlapp. Moment, okay, dann esse ich die halt weg, so, Freunde. Okay, 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 warte, wir machen Hälfte, Hälfte. Es tut mir leid, Sandy. Ja, ist ja in Ordnung, Freunde. Ja, aber ich glaube, die Pizza wird auch nicht so lange ausreichen. Also, wir werden es hier nicht mehr lange durchhalten. Vor allem, ich friere einfach. Es ist total kalt. Ich brauche mehr Feuer, aber die Feuergießkanne. Ich glaube, der Ofen macht gar nicht mehr viel hier. Ja, der Ofen gibt gar keine Wärme. Es ist immer total kalt. Ich glaube, wir haben jetzt schon minus 1000 Grad. Wie sieht's bei euch aus? Ihr schafft's auch nicht mehr. 999 Grad minus. Oh, ja, Vitamin. Ich glaube, so langsam schnell. Wir müssen ans Lagerfeuer gehen. Komm, komm, komm. Bisschen ans Lagerfeuer. Ich mache hier noch so ein bisschen so. Zack, bisschen Feuer. Oh, ja. Sehr heiß. Oh, jetzt geht's mir wieder besser, seitdem ich brenne. Ja, tut mir leid, aber Freunde, am Lagerfeuer ist es wirklich sehr, sehr gut. Aber wir halten es auch nicht mehr lange durch. Ich friere schon. Ich will rausgehen. Ich halte es nicht mehr aus. Ich muss raus hier. Ja, wir schaffen das schon irgendwie. Ich glaube, ich muss auch raus hier. So, wir gehen an den Getränkeautomaten. Ich hole mir richtig heißen Kaffee, okay? Willst du auch Vitamin des Zwillings und schön warmes Getränk? Ja, ich würde auch gerne was Warmes. Wir brauchen was Heißes. Ja, so, ich hole und ganz, ganz heiß einstellen. So, perfekt. Ich habe was ganz Heißes hier. Bitteschön. Oh, das wird gut tun jetzt. Und warte mal. Was ist das denn? Hey, was passiert mit dir? Also, irgendwie, ich habe den Schalter verklickt. Mist, ich wollte Kaffee, aber ich habe das kälteste Getränk genommen. Ich friere. Es ist so kalt. Das kann nicht sein. Die gewinnen. Hör auf, einzufrieren. Ich friere. Wir müssen hier raus. Ja, ich glaube, wir müssen wirklich raus. Ich friere jetzt auch nicht mehr. Was passiert? Schnell. Wir gehen auf und aus dem Kühlschrank raus. Warte mal, Vitamine. Die sind aus dem Kühlschrank rausgegangen, oder wie? Sind die wirklich rausgegangen? Ich weiß nicht. Komm, ganz schnell. Ich halte es auch nicht mehr aus. Lass uns auch sofort raus und ab geht's. Und, oh mein Gott. Warte mal, Vitamine. Was ist denn mit denen passiert? Die sind einfach komplett eingefroren, unsere Zwillinge. Echt, Mann, was ist mit denen passiert? Die sind eingefroren. Ihr werdet schon sehen, was ihr davon habt. Die kenn ich mal mehr. Oh mein Gott, Freunde. Wir haben es wirklich geschafft, Vitamine. Wir haben unsere Zwillinge komplett abgezogen. Ich glaube, die haben ein kaltes Getränk getrunken und sind einfach zu Eisstatuen eingefroren. Tja, das kommt davon. Okay, oh mein Gott. Legt euch nicht mit Sandy und Vitaminen. Oh ja, das ist wirklich zu lustig. Aber Freunde, das Wichtigste ist, wir haben beim Zwillingsbattle unsere Zwillinge heute abgezogen und länger im Kühlschrank ausgehalten. Sehr, sehr gut gemacht. Genau. Nee, nächstes Mal gewinnen wir. Ja, ja. Wir gewinnen wie wieder. Ach, klappi Eissturm. Ihr habt noch nie gewonnen. Oh ja, und werdet es auch niemals schaffen. Und dann würde ich sagen, Freunde, das war's mit dem heutigen Video. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Wenn ja, liken, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann verpasst du auch keine weiteren coolen Videos mehr. Und dann bist du auch rein Teil der Sandtex-Army. Schaut unbedingt bei meinen besten Freunden wie Tabine vorbei. Das wäre auch sehr, sehr cool. Und dann sehen wir uns morgen wieder bei einem neuen Video. Bis dahin. Tschüssi. Tschüss. Tschüss.